Wer sie noch nicht gehört hat, dem empfehle ich den Besuch heute Abend im Theo-Otto-Theater. Das war das Bläserquartett unserer wunderbaren Bergischen Sinfoniker. Sehr zum Besuch empfohlen. Ich höre sie immer wieder gerne. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, um diesen Festtag mit uns zu hören. Vielleicht etwas ungewöhnlich für den heutigen Tag, aber wenn jemand heute diesen Tag nutzt und das wunderschöne Wetter, ein engagierter Lennepper, um seinen 86. Geburtstag mit uns zu feiern, lieber Armin Lindemann, darf ich Ihnen im Namen aller gratulieren. Schön, dass wir heute hier sind. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir wussten nicht, wie viele kommen bei dem schönen Wetter. Ich habe eine Liste bekommen der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da steht was von etwa 40 drauf. Gut, dass ich nicht zählen kann. Ich freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen zu können. Ich freue mich sehr, Toni Kreck als Künstler, ihn hier bei uns in Lennep zu begrüßen. Herzlich willkommen, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich sehr, dass die Eheleute Lulik heute hier sind. Ohne deren Engagement wäre das, was wir heute erleben, nicht möglich. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Beutelmann hier ist, ein Unterstützer der Kultur, nicht nur hier bei uns in Remscheid, sondern im Bergischen. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, dass Kollegen aus dem Rat und aus der Bezirksvertretung da sind. Die Bürgermeisterin Frau Schlieper, der Bezirksbürgermeister, Herr Kötter und viele andere. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Und dann gibt es Menschen, ohne deren Engagement wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Da ist ein Vorsitzender des Kulturausschusses, Herr Humpert. Herr Humpert, Sie haben den Weg geschafft, der Verbindung zur Familie Lulik, um dieses Projekt zu ermöglichen. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und dann gibt es Menschen, die sich für dieses Projekt von Anfang an eingesetzt haben. Und als wir das heilige Jahr, das heilige Jakobusjahr vorbereitet haben, kamen Herr Oberlies und Herr Dr. Wollnitz und Herr Kreidler und sagten, wie wäre es denn, wenn wir versuchen würden, eine Stele von Toni Kreck, die das Pilgern zum Inhalt hat, nach Remscheid zu holen. Da habe ich gefragt, was habt ihr denn gestern Abend getrunken? Aber es ist eine wunderschöne Idee. Deswegen herzlich willkommen, Willy Oberlies. Herr Dr. Wollnitz, ich habe noch nicht gesehen. Er wird. Nein, Herr Dr. Wollnitz lässt sich entschuldigen, er hat Corona. Oh. Wir können es nicht mehr hören, aber wünschen ihm alles Gute, auf dass er ganz schnell wieder gesund ist. Aber du, Willy, du gibst die Grüße weiter. Ja. Herzlichen Dank gerade euch beiden für diese Leidenschaft für dieses Projekt. Denn ohne deren Engagement wäre das so nicht möglich gewesen. Und die hatten dann ein gemeinsames Gespräch mit Toni Kreck hier und er hat gesagt, ja, der Munsterplatz ist vom Grundsatz geeignet, muss sich verändern. Und deswegen gab es dann einen Kreis von anderen Menschen, die sich hier engagiert haben, von denen ich mich auch sehr freue, dass sie hier sind. Ich habe dann mit dem Kämmerer gesprochen, der ist auch heute leider erkrankt und der sagte, ja, das kann ich mir vorstellen. Dann habe ich mit Herrn Zierngeber gesprochen von den technischen Betrieben, der schwingt hier auch irgendwo rum. Da sagt er, ja, das kostet aber auch ein Geld. Und die Platzneugestaltung, deswegen bin ich der Politik in meiner Stadt auch so dankbar, insgesamt Bezirksvertretung, Rat, wir haben nicht selber nochmal 500.000 aufgebracht, um diesen Platz neu zu gestalten. Und da wird der eine oder andere sagen, der ist noch nicht fertig geworden. Das stimmt. Das liegt aber ausnahmsweise nicht an dem Rathaus, bevor Sie das der ein oder andere denkt. Nee, diesmal nicht. Es gibt ein paar Probleme, die leider zu dem Zeitpunkt, als wir das Projekt begonnen haben, Herr Putin noch nicht auf die wahnsinnige Idee gekommen ist, in der Ukraine einzumachen. Und daraus haben sich Lieferengpässe und Probleme gegeben. Ich habe mir ein Beispiel erzählen lassen, dass in einer Stadt, in der Sägen hergestellt werden, dass Steine für die Stufen, die hier jetzt noch hinkommen,
nicht geschnitten werden konnten, weil dort an einem Steinbruch die Säge kaputt gegangen ist und sie kein Ersatzmaterial bekommen haben. Ich weiß nicht, warum sie nicht bei uns hier in Remscheid angerufen haben, aber auf jeden Fall war das ganz offensichtlich ein Problem. Aber ich verspreche Ihnen, er wird wunderschön werden. Er wird auch noch begrünt werden. Freuen Sie sich drauf. Und da gibt es eine Mitarbeiterin in den technischen Betrieben. Für die war das, glaube ich, ganz viel Leidenschaft, dieses Projekt nach vorne zu bringen. Das ist Frau von der Burg, die hat die Planung hier für den Platz gemacht. Liebe Frau von der Burg, ganz, ganz herzlichen Dank. Das haben Sie klasse gemacht. Ja, und dann gab es Bauausführende und Menschen. Und ich hatte heute Mittag noch ein Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern bei mir im Büro. Unter anderem war Herr Kreitler dabei und Willi Oberlies, der war in den letzten Wochen ungefähr einmal in der Woche da oder hat angerufen oder das fast täglich. Da gibt es eine Firma Kaore, das muss man einfach mal sagen, die haben einen tollen Job gemacht. Und die haben bis zuletzt, bis gestern gearbeitet mit den Steinelegern, um hier den Platz fertig zu machen. Ganz, ganz herzlichen Dank an die bauausführende Firma. Die vergisst man immer gerne, aber diejenigen, die Arbeit gemacht haben, die muss man einfach erwähnen, das haben die richtig toll gemacht. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, dieses ist nicht nur ein Glücksfall für unsere Stadt, sondern vielleicht auch ein Beispiel dafür, was auch zukünftig möglich sein sollte. Kunst und Kultur in unsere Stadt hineinzuholen, nach Lennep hineinzuholen, kann etwas sein, was wirklich auch Zeichen setzen ist für die Attraktivität dieser Stadt. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute den Anlass haben, direkt mit einem Kunstwerk einen solchen Prozess einzuleiten, das seinesgleichen sucht. Noch einmal Toni Kreck, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns mit dieser wunderbaren Skulptur, die wir gleich nach dem Willi Oberlies gesprochen hat und die Musik nochmal gespielt hat, gemeinsam enthüllen, zusammen mit Herrn Nulik und Herrn Oberlies. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Arbeit so beschenken. Herzlichen Dank. Es ist, als ob Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und dann auch noch Geburtstag dazu. Im letzten Jahr konnten wir die Eröffnung des Jakobusplatzes mit unserer Pilgerstatue feiern. Das war schon eine riesige Freude. Aber was heute geschieht, das hätten wir uns vor 2 Jahren in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Toni Kreck, ein Künstler von Weltrang, schafft für uns ein Meisterwerk, das wir jetzt gemeinsam mit Ihnen allen der Öffentlichkeit übergeben können. Das machen wir nach meiner Rede. Ich möchte hier gar nichts zur Skulptur als solche sagen. Dafür gibt es berufenere Stimmen und das wird auch in Kürze ausführlich geschehen. Was ich hier vor allem tun kann, ist Danke zu sagen. Danke allen denen, ohne diese Hilfe dieses Ereignis heute nicht möglich gewesen wäre. Es heißt ja so schön, der Erfolg hat viele Väter. In diesem Fall sind auch Mütter dabei. Aber ohne das Zusammenwirken von vielen Menschen wäre das alles nicht gegangen. An erster Stelle muss ich natürlich Toni Kreck danken. Er hat sich bereit erklärt, diese Skulptur für uns, für den Pilgerweg, für Lennep zu schaffen. Wir wären nicht im Entferntesten in der Lage dafür, ein Honorar zu zahlen. Das Einzige, was wir tun können, ist herzlich Danke sagen. Frau Dr. Lulik, lieber Herr Lulik, wir werden Ihren Namen noch in entsprechender Weise hier verewigen. An dieser Stelle kann ich nur erst einmal ein herzliches Dankeschön sagen. Es ist jetzt über 40 Jahre her, dass ich tatsächlich zum allerersten Mal durch Ihre sehr schöne Stadt mit dem Fahrrad gefahren bin. Und das ist mir gut in Erinnerung geblieben. Vor 20 Jahren hat meine Frau mich überredet, das Rund-Wuppertal-Spazierweg, Wanderweg mit ihr zu gehen.
Ach, das war schon mühsam genug, aber dann, da ich es geschafft habe, hat sie mich dazu gesagt, ja, dann müssen wir jetzt den Jakobsweg nach Köln. Nochmal sind wir hier in Lennep vorbei gewandert. Und ich freue mich, also es ist immer, wenn ein Freund wie Josef Beutemann anruft und mir ein Angebot macht, das ich nicht ablehnen kann, und solche freundliche Menschen kommen und ihren Enthusiasmus mich wirklich geholfen hat, motiviert hat, diese Skulpturen für ihnen hier zu machen. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt, das sie haben. Sie sind wirklich bewundert in der Situation. Mir war es bewusst, dass ich nicht eine riesige Skulptur sein soll. Und ich bin tatsächlich heute erstaunt an die Danke, die alle ausgesprochen worden sind für die Menschen, die hier gearbeitet haben. Ich muss wirklich sagen, das ist eine totale Verwandlung von der Situation, die sich vor einigen Jahren hier vorgefunden haben. Und ich bedanke mich herzlich, vom Herzen, für Ihre Interesse in meiner Arbeit. Vielen Dank.